Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Thema heute Cholesterin und vor allem die positiven Wirkungen von Cholesterin auf den menschlichen Körper und für was wir Cholesterin im Körper überhaupt benötigen. Aber alles das nach dem Intro. So, heute gehen wir der Frage nach, wofür der menschliche Körper Cholesterin benötigt und woher er es bezieht. Als erstes müssen wir jetzt klären, was ist Cholesterin? Und per Definition, Cholesterin ist ein in tierischen und auch in menschlichen Zellen vorkommender fettartiger Naturstoff. Jede Zelle im menschlichen Körper besteht zu im Schnitt 10% aus Cholesterin. In den Nebennieren zum Beispiel bestehen Zellen bis zu 50% aus Cholesterin. Und jetzt müssen wir zweitens einmal klären, woher bezieht der Mensch überhaupt Cholesterin? Und da kommt als erstes jetzt einmal die gute Nachricht, das kann der Mensch selber herstellen. Der menschliche Körper stellt Cholesterin selbst her. Und zwar 3000 Milligramm pro Tag. Das wäre, wenn wir es auf die Nahrung umrechnen, ungefähr der Cholesteringehalt von 14 Eiern oder einem halben Kilo Butter. Er kann es aber auch durch die Nahrung aufnehmen, vor allem von tierischen Produkten, wie gesagt, Eier, Butter, Milch vielleicht. Und je mehr der Mensch es durch die Nahrung aufnimmt, desto weniger muss der Körper davon selbst produzieren. Dabei kommt es aber zu einer geringen Cholesterinerhöhung des Gesamtcholesterins. Also je mehr Cholesterin in der Nahrung ist, es kommt zu einem kurzen Anstieg, aber nicht dauerhaft ungesund erhöht. Als drittes müssen wir jetzt einmal klären, jetzt haben wir das Cholesterin, aber wofür verwendet es der Körper überhaupt? Es ist einmal das Grundmaterial von jeder Zellwand. Wie gesagt, im Schnitt zu 10% der Zelle besteht aus Cholesterin und wir haben ja 100 Milliarden Zellen. Dann ist es wichtig bei der Bildung von Vitamin D und bei der Bildung von einzelnen Hormonen und es verhindert die Bildung von freien Radikalen im Körper. Und das müssen wir klären, wann haben wir einen erhöhten Cholesterinbedarf, also wann benötigt der menschliche Körper mehr Cholesterin als diese 3000 Milligramm pro Tag. Das wäre jetzt zum einen bei Infektionen, der bindet und deaktiviert Cholesterin, bakterielle Toxine. Zweitens, wenn Entzündungen im Körper sind, also bei Silent Inflammation, benötigt der Körper mehr Insulin, weil Insulin wie ein Pflaster ein Reparaturstoff des menschlichen Körpers ist. Und wenn eine Entzündung ausgelöst wird, muss es mit irgendwas repariert werden und ein Teil davon ist eben Cholesterin. Je mehr Beschädigungen der Körper hat, desto mehr Cholesterin braucht er für dessen Reparatur. Cholesterin im menschlichen Körper ist also ein wichtiger Baustein, wenn es um Zellerneuerung und Reparaturmaßnahmen geht. Und vor allem für eine reibungslose Funktion des menschlichen Gehirns ist Cholesterin extrem wichtig. Und jetzt kommen wir zur Frage, warum sind erhöhte Cholesterinwerte jetzt so schlecht? Dazu muss einmal gesagt werden, dass der Gesamtcholesterinspiegel nicht ausschlaggebend ist. Wichtig ist jetzt die Zusammensetzung des Cholesterins, aber das klären wir dann im nächsten Video. Also schaltet unbedingt wieder ein und hinterlasst mir ein paar Kommentare. Bis dann.